Ich hatte heute mal wieder das Vergnügen, meinen Roni auszuführen. Und zwar habe ich heute mal eine komplette Serie Police Pistol 1 im BDMP mit dem Roni geschossen. Hat richtig Spaß gemacht und natürlich auch ein bisschen Kurzdistanzschießen gemacht, etc. Ein Riesenthema bei der Verwendung dieser Anschlagschäfte wie Roni, Hera Arms und so weiter ist die Verschmutzung vorne im Bereich der Mündung. Da natürlich dort der ganze Schmodder gerade wieder postwendend zurückgeflogen kommt. Wie kriegt man sowas denn sauber? Ich habe schon von Waffen gehört, da war gerade jüngst einer mit einer CZP-07. Da hat sich hier vorne anscheinend wohl die Beschichtung abgelöst. Und das ist natürlich mal richtig Kacke. Das ist hier zum Glück bei meiner Glock bislang noch nicht passiert. Wie ich das in meinem Fall im Regelfall sauber kriege, zeige ich euch jetzt. Wir überprüfen natürlich erstmal, die Waffe ist sauber. So, wir nehmen jetzt einmal mal den Schlitten runter. Feder raus. Lauf raus. Dann nehmen wir einen Lappen. Und was ich jetzt sehr, sehr gerne dafür verwende, weil es einfach funktioniert, ist hier von der Firma Schlätek den Gun Cleaner. Das ist ein auf Wasser basierender Reiniger, der sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, wir sprudeln das einfach nur schön großflächig auf dem Schlitten auf, legen den kurz ein bisschen beiseite, machen das selber aber auch hier vorne an der Mündung vom Lauf. Und man sieht auch hier vorne an der Feder, ja, ist es auch ganz schön eingesuppt. Also sprudeln wir dort auch ein bisschen was drauf. Und dann lassen wir das einfach ein ganz klein wenig einwirken. So, dasselbe machen wir auch hier vorne, sehe ich auch gerade, im Bereich Schlitten. Ich lasse das auch nicht lange. Diese Verschmutzung durch den Roni lasse ich nie lange an der Waffe dran, um einfach zu verhindern, dass es irgendwie tutto completo anfängt anzubacken. So, haben wir das ein bisschen einwirken lassen. Nehmen wir einfach ein Tuch. Ich nehme hier ganz gerne mal diese Mikrofasertücher und fange an, den ganzen Schmuh einfach runter zu wischen. Und das geht richtig, richtig schön runter. Ja, da ich jetzt heute nicht ganz so viele Schüsse gemacht habe, erspare ich mir den Lauf sauber zu machen. Wenn überhaupt, dann gerade mal ein bisschen mit dem Bohrblitz durchgezogen und fertig. So, und jetzt kommt es an den interessanten Teil, nämlich dem Schlitten. Und wir sehen, das lässt sich wunderbar einfach wegwischen. Und es war jetzt wirklich nicht lange Einwirkzeit. Das waren 2, 3 Minuten, wenn überhaupt so lange. Na, wenn man merkt, dass halt irgendwo noch ein bisschen Schmodder drauf ist, dann nimmt man halt nochmal ein bisschen von dem Gun Cleaner, sprutzt noch nochmal ein bisschen drauf, lässt es nochmal ein Stückchen einwirken. In der Zeit kann man natürlich auch hingehen und zum Beispiel den Lauf mal geschwind mit einem Bohrblitz durchziehen, damit eben die. So, sag ich mal, die Krümelchen raus sind, nur so ein, zwei Durchgänge und dann ist das auch in Ordnung. Wie gesagt, das waren jetzt nicht so viele Schuss, die ich hier durchgemacht habe und ich bin nicht mehr so der riesen Putzfanatiker, wie ich es gleich am Anfang gewesen bin. So, und dann können wir das alles wieder runterwischen. So, das war's schon im Großen und Ganzen. Mehr ist es nicht. So, dann, wie gehabt, ein bisschen schmieren. Ich gehe hier mal wieder dual vor. Das heißt, ich nehme das Ostermeier Premium Fett, um hier ein bisschen rund um den Lauf, damit es da keine Schwierigkeiten gibt. Und das ganze Ding dann auch hier in dem Bereich, wo die Patronenkammer oben an den Schlitten kommt. Einfach nur ein bisschen was da drauf und fertig. Mehr bedarf es nicht. So, dann können wir den Schlitten schon mal wieder zusammensetzen. So, haben wir natürlich noch das Griffstück, müssen wir auch nochmal schnell abwischen. Also auch vom Kunststoff
dieser Gun Cleaner greift das Kunststoff auch nicht an. Das heißt, es gibt da auch keinerlei Probleme, dass er irgendwie was jetzt wegschmilzt oder wegbricht oder sich auflöst oder wie auch immer. Das funktioniert ganz, ganz fluffig. Ist ein super Zeug, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wer sich dann noch ein bisschen besser damit fühlt, kann natürlich hingehen. Und jetzt halt mal hier ein bisschen aus Konservierungsgründen ein bisschen Ballistol oben drauf und die Waffe schick machen. Boah, das Zeug riecht wie Kotze, ey. Entschuldigung an Ballistol, aber es ist echt wahr. Das Zeug riecht so scheiße. Andere stehen da drauf, ich nicht. Einfach nur hier schick machen. Und schon haben wir die Glock 17 nach dem Roni-Einsatz wieder Pico Ballo sauber. Ein bisschen ranzoomen vielleicht. Sehen wir es. Ja, also das ist wieder soweit eigentlich wie neu. Ja, wie gesagt, das ist das, was ich verwende. Schlätek Gun Cleaner ist ein super Zeug, kann ich euch empfehlen. Link poste ich unten. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.